Hallo liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Let's Play auf dem Kanal Rekorde. Ich bin der Kai und wir spielen zusammen Nosgard. Das Ganze ist noch in der Early Access. Und ja, es ist im Grunde so wie, ja, Banished, angelehnt an vielleicht Anno. Und ja, das Wichtige ist einfach, es spielt in der Zeit der Wikinger und es ist eher im Comic-Stil gehalten. Und ja, mal sehen, was uns hier erwartet. Wir wollen erstmal Einzelspieler starten. Hier hatte ich schon mal mit einem Kumpel vorhin angespielt, der vielleicht dann auch später im Let's Play mit einsteigt. Mal sehen. So, wir können hier uns KI auswählen. Einmal gar keine, einmal eine und einmal drei. Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen uns mal gar keine KI. Schwierigkeitsgrad machen wir auf normal. Und Clanfarbe nehmen wir einfach das. Kurz zur Erklärung, wir nehmen keine Spieler-KI. Dass wir es erstmal ganz in Ruhe aufbauen können. Das Spiel erstmal an sich betrachten, die Schönheit, und nicht dann irgendwie noch von irgendwelchen, keine Ahnung, Barbaren angegriffen werden oder sonst was. Das brauchen wir erstmal nicht. Das sind schon genug andere Kreaturen, die einen angreifen und Katastrophen, die auch zufällig noch generiert werden, aber erstmal weiter. So, hier können wir uns jetzt einen Clan aussuchen, dem wir dann beitreten wollen. Und ja, es sozusagen ein Boni. Hier ist es zum Beispiel so, es ist halt teilweise auf Deutsch, teilweise auf Englisch. Hier ist es so, dass hier, wenn wir Wölfe und Baumbären töten, Fleisch, also Nahrung bekommen. Hier kriegen wir zusätzlich 75 Nahrung, Holz und Juwelen. Oh, das ist gut. Hier kriegen wir den Schafstall. Das hat zur Folge, dass wir im Winter weniger Feuerhäuser brauchen, weil durch die Schafe sind es ja warm. Dann gibt es Hugin und Munin, das sind die beiden Raben von Odin. Hier können wir mit Juwelen oder mit Gold statt Nahrung neue Gebiete erkaufen. Das erklärt ja aber, erkläre ich noch alles später im Spiel. Gut, das was hier steht mit okay, hier können wir den Panzer. Ich finde das hier ganz cool eigentlich mit den Schafen. Moment, wo ist es? Oder Heidrun. Das nehmen wir mal, weil dann können wir uns ein paar Rohstoffe sparen und ich würde erstmal sagen, Spiel starten. So, da befinden wir uns auch schon in-game. Ja, hier laufen jetzt zwei Schäfchen rum und wir können, glaube ich, jetzt ein Schafstall errichten. Genau, kostet uns 80 Holz. So, wir haben jetzt hier unser Gemeindehaus und vier Arbeiter. Das Gemeindehaus ist immer am Arbeiter produzieren. Ebenso viel, wie wir noch Platz haben. Wir können jetzt fünf Arbeiter unterbringen mit unseren Häusern. Hier oben haben wir die Zufriedenheit, die Nahrung, Holz und die Kröns, das ist die Währung im Spiel, Steine und Eisen müssen wir noch sammeln. Und ja, bevor ich lange rumrede und unsere Nahrung knapp wird, würde ich sagen, wir fangen erstmal an. Wichtig ist erst auf jeden Fall ein Speerlager zu bauen, dass wir halt hier die anderen Gebiete erkunden können. Das ist halt sehr wichtig. Warum erfahrt ihr noch? Und hier sind nämlich zum Beispiel Wölfe, die können uns auch noch angreifen, auch über die Landesgrenzen hinaus. Wir können mit unseren Charakteren nicht über die Landesgrenzen hinausgehen, solange sie nicht erkundet sind. So, jetzt können wir erstmal hier unseren Kollegen zum Speer machen und der zieht jetzt los und erkundet die Gegend. Genau, ganz wichtig ist noch, dass jedes Gebiet einen Vorteil mit sich bringt oder auch einen Nachteil. Kann ich euch vielleicht gleich erklären, wenn das hier fertig ist. Aber erstmal können wir noch ein kleines Haus errichten. Denn, so, hier hätten wir zum Beispiel einmal eine Ruine. Da können wir später einen Speer hinschicken, der denn uns da aus diesen Ruinen einen Schatz birgt. Manchmal gibt es auch noch irgendwie ein Ackerland, wo wir dann irgendwie ein sehr gutes Feld errichten können. Oder ja, was auch immer. Jetzt müssen wir halt nur gucken, dass wir den Wolf wegbekommen, dann könnten wir das Gebiet ja auch besiedeln. Aber brauchen wir erstmal nicht. Erstmal lasse ich ihn noch ein bisschen. Okay, hier zum Beispiel hätten wir eine. Ist das. Oh, das Gebiet ist hier richtig groß. Hier haben wir einmal Runenstein und einmal normale Steine. Da können wir später eine Mine drauf machen. Das können wir jetzt erstmal kaufen für 20 Nahrung. Mach ich auch direkt mal.
Und er erkundet direkt mal weiter. Hier oben kann ich mir vorstellen, dass hier was mit Wölfen ist, weil hier sind auch welche. So, das ist jetzt unser Gebiet. Da können wir jetzt erstmal was drauf bauen, weil das sonst nämlich vielleicht eingenommen wird. Das wäre nicht ganz so cool. Aber bevor ich weiter rum erzähle, bauen wir erstmal hier eine Holzfällerei drin. Holz ist nämlich gerade ganz... Oh, das ist richtig gut. Hier oben ist ein Feld. Das heißt, wir müssen später zwei Soldaten hinschicken und dann die Wölfe töten, damit wir dann das Gebiet einnehmen können. Das wird ja hier unten besiedeln für 40 Äpfel. Aber eben müssen wir diese zwei Wölfe töten. Und wir haben halt die Möglichkeit, zwei Weizen zu bekommen und zwei Gebäude zu errichten. Und es regnet. Das ist kacke. So, jetzt ist aber wichtig, dass wir jetzt mal hier ein paar Arbeiter reinschicken. Die uns erstmal ein bisschen Holz abbauen. Super. Ich nehme an, dass hier noch zwei Wassergebiete sind. Ist halt übel dunkel. Aber es sieht ganz gut aus. Da können wir später noch Schiffe hinbauen. Das sehen wir hier. Aber jetzt hatte ich erstmal gesagt, Getreide, weil Nahrung ist das A und O in dem Spiel. Ich hätte das vorhin mit dem Simon schon gespielt und das war ganz kritisch. So, erstmal jetzt gucken, dass wir hier vielleicht ein Militärgelände bekommen. So, er ist jetzt hier Holzfäller. Holt uns jetzt... Was ist hier? Sumpf. Das ist halt eher der Nachteil. Aber hier ist eine Eisen... Also hier ist Eisenvorkommen, das ist gut. Erstmal ganz in Ruhe entspannt. So. Ich werde auch nur 10 Minuten Parts machen, falls den einen oder anderen interessiert. Damit man ein paar mehr Parts machen kann. Und ja, es ist einfach vom Runterkommen ein ganz entspanntes Spiel. Wie ihr seht, keine Action. Ist alles cool. So, er ist jetzt erstmal ein paar Bäume am Fällen. Wir bekommen 11 Nahrung, das ist richtig gut. Und wir haben 2 Zufriedenheit. Was macht uns unglücklich? Ein erwarteter Zufriedenheit. Hä? Okay, wieso auch immer. Hier ist ein Jagdgebiet, das ist auch gut. Oh, da seht ihr schon, wir werden angegriffen. Aber wir haben ja einen Holzfäller. Der regelt das. Und auch wenn die Wölfe uns angreifen, dann spawnen die, meine ich, nicht nochmal neu. Das heißt, hier gibt es nur noch 2 Wölfe. Oh, und 2 Schafe. Das ist natürlich nice. Die Schafe, die bringen uns im Winter nämlich voran. Entschuldigung. Genau, wir lassen ihn jetzt erstmal ein paar Gebiete erkunden und können jetzt schon unser Militärgelände bauen. Oder beziehungsweise unsere Ausbildungslager. Das bauen wir mal hier an die Hütte. Und dann werde ich mir hier erstmal das Ackerland zum eigenen machen. Denn der Winter naht. Und hier können wir noch aufwerten, das kostet aber Steine. Warum ich noch lange keinen... Moment, ich wollte gerade eine Mine bauen, die wäre hier, also ein Bergwerk. Das dauert aber noch ein bisschen. Hier können sie Schafe einsperren, um Nahrung zu produzieren. Okay, das ist natürlich gut. Normalerweise ist man nämlich immer auf Nahrung angewiesen, beziehungsweise diese Arbeiter hier. Seht ihr ja, die tragen Früchte. So, aber das Ausbildungslager ist errichtet. Das heißt, wir machen uns erstmal einen Krieger. Das kostet natürlich Geld. Aber greifen wir erstmal hier an. So, komm, Attacke. Können wir uns noch einen zweiten Krieger machen. Weil die nämlich ganz unfair zu zweit angreifen. Aber das sollten wir eigentlich sollten wir schaffen. Ah, das ist doch easy machbar. Der stirbt jetzt zwar, aber das kriegen wir hin. Super. Und jetzt müssen wir kurz ein bisschen sparen. 80 Holz brauchen wir. Dann machen wir ihn einfach mal kurz zum Holzfäller. Das ist auch ganz cool, dass man immer so switchen kann. Ja, super. So, die beiden lassen wir erstmal ein bisschen Holz sammeln. Dann sehen wir weiter. Und können wir uns ja mal hier angucken. Freunde. Und ja, wir hatten ja gesagt 10 Minuten Parts und die Zeit ist auch schon wieder um. Das würde ich sagen,
Tschüss und bis zum nächsten Mal.